nicht. Wer kommt? Es kommt autonomes Nesthädchen Natka aus Katislava. Ich bin sehr gespannt. Da spaziert sie rein. Weißt du, wie du ein bisschen aussiehst? Du siehst aus wie ein Stefan, seine Tochter. Yes. Hab ich neulich schon gesagt. Ich hoffe, dass sie gut aussieht und deswegen sage ich danke. Die ist ja nur ein kleines Mädel, aber sieht sehr süß aus mit den Augen irgendwie. Ganz komisch. Ja. Hey. Hallo. Natka! 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 Jetzt gut bleiben. Das wird jetzt wehgetan. Ich geh wieder. Kann. Tschüss. Ja. Das ist Natka von Katislava weggelaufen. Stein. Ja, wo ist denn die Natka? Ja, wo ist denn die Natka? Ich höre was. Ob du behindert bist, habe ich gefragt, dass du da rauf gehst. Du stehst jetzt da und klatscht seit einer halben Stunde, ne? Richtig. Aber... Nee, nee, ich kann kein Problem, ich glaub dir jetzt schon mal ein Loch. Wie bitte? Ich kann dir dein Geschenk runterholen, wenn du möchtest. Oh nein! Schon... Was? Ich hab eine Blume zertrampelt. Was? Ich hab eine Blume zertrampelt. Siehst du. Guck mal, dein Geschenk, das du verloren hast, liegt hier oben. Ich könnte es dir runterholen. Wo liegt mein Geschenk? Wo liegt mein Geschenk? Das, was du abgeschossen hattest. Soll ich dir holen? Ich weiß es nicht. Wobei, nee. Pass auf. Nein. Ich hab dir doch was von der Schnitzeljagd erzählt. Guck mal, genau. Ich hab dir ein paar Sachen im Sand verbuddelt. Oh! Wie lange war ich weg? Nee, die Geschenke, die du jetzt aus dem Sand aufbuddelst, die sind von mir. Die sind von dir? Mhm. Ein Aufblassofa, weil du weißt, wie assi ich bin. Danke. Bitteschön. Such weiter. Erst dann kriegst du das Geschenk. Ah, auf der Insel-Ding? Ja. Genau, also da auf diesem Strandabschnitt quasi habe ich überall Sachen verbuddelt. Das hat er sich schon immer gewünscht. Ja. Moment. Valkyrie, nicht versaut denken, nicht versaut denken. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich für Sawyer was glitzert. Ich höre Glitzer. Hm. Achso, das bin ich. Ich, guck. Kannst du übrigens mal mein wunderschönes Kleid appreciaten. Das ist sehr schön. Das ist mein Osterei-Beinkleid. Ich mag auch dein Osterei-Kranz, dein Eierkranz. Dankeschön. Ich finde, die Sneaker passen besonders gut dazu. Moment, klein. Ich kann auch wieder klatschen. Eine Maisbier? Du kannst ja mal aufstellen und anschauen. Ich kann nichts aufstellen, wenn ein Besuch da ist, steht da. Achso. Ja, entsprechend. Wieso eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Ich schwöre, wenn ich... Aber du kannst bestimmt in deinem Haus... Ist das ein nerviges Geräusch? Hier ist ein Steg? Ja. Och. Möchtest du dazu was wissen? Nein, noch nicht. Okay. Es ist so demütigend, dass der Eierschalenboy gerade die Sachen hier... Naja. Kannst du mal den Strand weiter absuchen? Nein. Das Graben, ne? Ah, er hat gerade ein Ei versteckt. Ein Erdglücksei, dankeschön. Nee, ich habe nur im Strand Dinge verbuddelt. Ich weiß. Also, ich dachte mir zumindest, dass du nicht das Erdei verbuddelst. Nee, ich dachte mir, ich muss mir auch merken können, wo die Sachen sind. Falls du was übersiehst. Ich tendiere nämlich dazu, Dinge zu verstecken und dann zu vergessen, wo ich sie versteckt habe. Und ich habe ein Fossil ausgegraben. Geil. Alter. Auf zum Strand! La 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 la! La 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 la! La 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 la! So. Ah, da hat er gerade gebremst? Wie cool! Eine Teppichmuschel? Habt ihr zu meinem Sofa? Ich hab kein Sofa außer ein Auflaufsofa. Oh, Bastelanleitung hab ich bekommen. Mhm. Und an der Stelle mal ganz kurz, Wingless Bavaria, Derminator GER,
oder, ja, oder Germany. Michael Bake, Captain Petermann, Verzeihung, Finn Lu und Ey Samson. Dankeschön für alle Follows. Vielen, vielen Dank. Ich klatsche hier so lange, bis du mir die Geschenke eingesammelt hast. Ich kann nicht, du weißt nicht, was hier passiert. Sag mal, kann man die auch abgeben? Die Teppichmuschel oder sind die... Ich würde sie nicht abgeben, sondern ich würde daraus immer Köder basteln. Du kannst sie abgeben, es lohnt sich aber mehr, sich Köder draus zu basteln. Okay. Alle warten auf den weißen Hai. Nur nicht Schlöder. Der war der Köder. Tada! Ist der Köder. Kannst du bitte appreciaten, dass ich die Geschenke sogar eingepackt habe? Ja, muss man es extra machen? Ja. Ich hätte die auch so einbuddeln können, aber nein. Hast du nicht. Ich wollte nicht, dass Sand dazwischen kommt. Eine Leiter! Moment, könnte dies der Moment sein, der meine Schnitzeljagd beendet? Scheiße, ich habe sie in der falschen Reihenfolge eingebuddelt. Wenn jetzt ein Packing Cooks dabei ist... Hessintag-Lampe. Oh. Genau, das waren Bastelanleitungen, die ich übrig hatte. Und die kannst du so aufheben. Gestern habe ich geträumt, ich war ein Profi-Bastler. Da hatte ich eine Idee für eine tolle Bastelanleitung. Ich wollte dir unbedingt jemandem zeigen. Hoffentlich gefällt sie dir. Fritzi alias Genie. Das sind Dinge, die... Warte mal, kriege ich eine Bastelanleitung oder ein Geschenk von dir? Was war das? Das sind Bastelanleitungen, die kannst du direkt erlernen. Dann hast du faule Stück, gibst mir also quasi nur Bastelanleitungen. Ich muss also noch arbeiten dafür. Ja. Stehst du immer noch da oben und klatscht wie eine Wahnsinnige? Ja. Das waren jetzt 4 Geschenke, ne? Weiß ich nicht. Es müssten noch 1 oder 2 rumliegen. Ich hab ja nicht mitgezählt. Ich hab noch nie jemanden so geschickt putteln sehen. Kappa war vielleicht noch nötiger. Ein Spielwagen? Was passiert hier? Ja, das war tatsächlich einfach nur eine Anleitung, die ich übrig hatte. Die hat mir eh Mühe gegeben und ich wollte sie nicht. Was ist mit den beiden Dingern? Die habe ich nicht versteckt. Da wird irgendwas anderes drin sein. Du kannst aber auch ausprobieren. Bulletproof, das musst du Natka fragen. Also Strand ist jetzt zu Ende. Ich weiß nicht, aber ich fände es ja lustig, wenn ja. Ja, aber genau. Ich würde noch die beiden Sachen tatsächlich ausbuddeln, jetzt gerade, wo du da hinten bist. Buddeln, buddeln. Und weißt du was? Nee, dann hol ich dir das Geschenk hier nicht runter, sondern du musst dir selber holen, wie du die Leiter baust. Wow. Ist es so, am Ende war der Schatz in der Truhe einfach nur, die geheime Zutat war Liebe? So eine Scheiße? Wow. Ich glaube, hier so lange Blumen. Ist das so in Ordnung? Ja. Du kannst ein bisschen lauter reden, wenn du willst. Okay. Ich gehe ein bisschen näher ans Mikro. Hi. Blume. Jetzt muss ich deine Scheiße lauter. Schau vielleicht vorher in dein Handy, was du dafür benötigst. Ich denke nicht. Okay. Wo kann ich? Eine Leiter. Moment, ich muss mir jetzt die Sachen mal anschauen. Hier ist der Köder, okay? Das ist ein Spielwagen. Was bedeutet das, dass du mir einen Spielwagen schenkst? Ist das irgendeine Anspielung darauf, dass ich zu alt bin, um Kinder zu zeugen? Ja. Hit me harder than I expected. Aber warte mal, du hast mir doch... Wo ist das auflassbare Bett? Die sind noch im Inventar. Das hast du nicht als Anleitung bekommen, sondern das hast du als Möbelstück bekommen. Oh. Achso, jetzt habe ich den auch was. Hallo Mushroom. Mushroom. Aber ich kenne das passiert mir auch ständig, wenn ich meine Alexa, sie reagiert nicht, nach dem Wetter frage und dann erzählt sie mir 2 Minuten lang ausführlich, wie das Wetter ist und ich danach so, ich hätte zuhören können. Ja. Das ist nicht leicht. Ne? Manu, Natka misst aus und verschenkt ihren Müll. So wird's gemacht. Ja? Voll.
Und ich nehme es auch noch, ne? Juhu! So. Danke für die Blumen. Vielen Dank. Dank. Für die Blumen. Ein Bauklotz, Digga. Hm. So, Holzi brauche ich, Holzi. Ich lager mal den Shit. Also die Muscheln, okay, die Dinger muss ich gleich noch abgeben. So, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Weißt du, was ein Maisbeer ist? Oder wirst du es jetzt erst herausfinden? Also, okay. Das hätte ich gewusst als ehemaliger. Ja, eben. Genau deswegen habe ich sie dir besorgt. Aber die... Oh Gott, ich bin so zweckmäßig. Ich glaube, ich stelle hier mein Sofa hin und hier meine Maisbirne. Wer braucht das Zimmer nicht? Alles wird gut. Okay, hier kommt schon mal... Ah, ich müsste die Maisbirne mittig platzieren, ne? Möchtest du mich dann auch gleich auf meiner Insel besuchen kommen? Nee. Ja, oder? Nee. Aber gut. Danke, dass du fragst. Ich nehme das als ja. Dafür klaue ich dir 3 Orangen. Nein! Try to stop me! Kann ich das die Maisbirne auch benutzen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Also eine kleine Animation? Es wäre cool, wenn ja, aber ich... Ja! Ja? Oh! Okay, ach, wie sieht gut. Eher aus, als würde Master... Sag mal, haut der mit dem Kopf dagegen? Junge! Wobei, das passt halt sehr zu ihm. Okay, das passt zu ihm. Geht das noch schneller? Oh nein, meine Schaufel ist kaputt. Ja, das bist du, Junge. Ja, ich weiß. Oi, ja, die Arme sind zu kurz. Was, deine Vase ist kaputt? Ich weiß nicht. Flo, was würdest du dir unter einer Teppichmuschel vorstellen? Oh. Warte mal. Wie kann ich da raufhüpfen? Einfach nur drauflaufen, wie als wenn du dich auf dem Bett legst. Eigentlich müsste es seitlich gehen. Oder drück mal auf A. Ja, genau. Ich glaube, zweckmäßiger hat noch kein Mensch gewohnt. Oh. Habe ich jetzt noch Orangen? Nee, noch nicht. So, die Sachen gebe ich schon ab und das packe ich ins Lager. Und jetzt sollte ich eine Leiter bauen. Okay. Ah, nee, stopp, ich muss ja ins Lager gucken. Moment. Holy fuck, was habe ich denn da alles drin? Voll der Messi. Oh, leck. Naja, gut. Das Labor und Bier fehlt hier noch. Aber er hat eine gute Boxtechnik, das muss ich sagen. Mhm. Ach, das ist noch harmlos? Okay, dann bin ich froh. Und herstellen! Los! Alter, wenn der so Boxen mit mir herstellt. Oh, hi. Mareile. Oh nein, lass sie in Ruhe. Die sagt da und irgendwas wie Scheiße aus. Was? Na, wie gefällt dir unser Koksfelsen? Hier werden willst schon Hexenmenschen zu dienen. Mir nachgesagt. Herr Ganslinger, ja? Mhm. Boing. Boing, boing, boing. What the fuck? Was denn? Wo bist du? Tja. Du... Bist du noch... Bin ich überhaupt noch richtig? Nee, ich bin unter deine Insel gebartelt, weil... Wo bist du denn? Ich hab die Leiter gebaut, um hochzukommen. Ja und? Hast du dir das Geschenk geholt? Nein, da ist kein Geschenk. Ja, dann warte mal. Bleib mal stehen. Das ist eine Biene. Da oben! Ja, da wo du warst! Ich hab das Geschenk nicht genommen.
Ich hab's liegen gelassen. Nee, du bist nicht da, wo ich war, weil hier liegt noch das Geschenk. Du musst noch weiter runter. Also auf der Karte weiter südlich. Das ist so demütigend gerade. Das ist so dermaßen demütigend. Wie sie mich hier... Quiet Eggly. Dir auch einen schönen Tag. Wie ich hier einfach nur benutzt werde. Jetzt komm her und hol dir dein Geschenk. Du wirst Mürbe werden. Mürbe! Das ist ja ein guter Schädel, das muss ich hier lassen. Lass mich dir das Super-Nutcracker-Kostüm kaufen. Was ist das super Nutcracker? Was hast du dich umgezogen? Soll ich wieder mein Kleidchen anziehen? Überlegst du gerade? Er sieht halt voll aus wie Helene, das ist krass. Warte. Oh, die Sneaker sind cool. Ne? Jetzt klatscht. Klatsch, 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 klatsch. Ein Schlapperpulli-Kleid? Das ist nicht von mir. Sondern? Ein Superhelden-Suit mit einem großen N drauf. Ja, bin ich begeistert. Schau mal. Das sieht voll schick aus. Kannst du das Kleidchen nehmen und anziehen? Ja. Warte. Warte, ich hab mein Unterhemd nicht hinschauen. Zieh dir was an. Jetzt verbuddel mal. Weißt du was, ich verbuddel's hier irgendwo. Ha! Ich kann nicht schnell genug weg. Ah, nee, ich hab keine. Oh, ich hab keinen Schaufel mehr. Ich kann es doch nicht vorbinden. Hier, nimm. Warum lachst du sie dir bullisch? Nicht, weil ich es kann. Zieh ich halt was anderes an. Aber es gehört jetzt mir, ne? Mhm. Das ist okay, ich passe mir mal was. Zieh ich halt das hier an. Wer ist eine feine Dame? Guck mal, was ich anhab. Oh, what the fuck? Dreh ich mal um. Hinten ist dasselbe. Hinten habe ich mein Beutelchen. Aber was? Hinten ist dasselbe wie vorne. Fuck. Das war das, warum ich seit 2 Wochen gewartet habe. Ich habe was gebastelt. Und das hat nie funktioniert mit einem cool. Erfassung. Hashtag Natgalu. Ich habe auch noch die Babyheide. Oh, leck! What the und fuck? Den Halbheiter. Und ich habe... Roma. Und mein persönliches Highlight. Bandana Baby. Wie gut! Kann man die mehrfach machen, oder wie ist das? Oh, Trümmerfrauen-Roma habe ich nicht. Kann ich dir nachher mal in Ruhe zeigen, es dauert ein bisschen. Achso. Okay. Also, weil ich habe ich sie von Hand gebastelt. Mhm. Dann, nach ein paar Stunden, hatte ich echt keinen Bock mehr, bis ich einen Generator online gefunden habe, wo man einfach Bilder hochladen und als QR-Code exportieren kann und in Animal Crossing reinladen. Das Ganze hat das viel, viel einfacher gemacht. Okay. Aber warte. Also, ich kann dir mal zeigen, welche ich von Hand gebastelt habe. Weil, also erstmal den hier hatte ich komplett von Hand und war es nur abgepackt. Oh, wie gut! Das ist genauso lustig. Bis ich dann gemerkt habe, okay, man... das war der Grund, warum ich Roma gefragt hatte, ob man die Sachen... ob man Bilder auf 16 Farben reduzieren kann. Weil du hast halt immer nur eine Palette von 16 Farben. Ah. Und ja. Aber ich werde... Ja, wenn die Anfrage danach ist und wenn Flo das genehmigt, werde ich die QR-Codes in den Discord stellen. Ja, wenn ihr Lust habt auf solche T-Shirts, dann gerne. Ich finde das vor allem fast noch besser gerade. Dankeschön. Gut. Also wenn ihr sowas anziehen wollt, dann haut euch Natka deinen Code rein. Genau, das mache ich dann nachher in Ruhe. Okay, cool. Natka loben, definitiv. Es ist... Okay, das sieht etwas...
Und auch das Geräusch, das dazu gemacht wurde, ist vielleicht nicht gesund für den Rücken, aber vielleicht von der Seite besser. Aber es passt zu ihm. Alter Holzkopf, ey. Guter Typ. Jetzt wird geschlafen. Ich glaube, der hat sich alles gebrochen. Flonk. Wenn Holz auf Holz trifft. Gut, ich muss die Boxbinde trotzdem anders hinstellen. Ich kann nicht zuschauen. Ich kann es so nicht machen. Das hilft einfach nichts. Ja, ich bin da sehr, sehr symmetrisch. Quasi. Oh Gott, da müssen wir noch viel bauen.